Jeder wusste, dass die Ampelkrise kommt. Bereits am Wahltag 2021 war für viele klar, wenn diese Koalition zusammenfindet, dann ist es natürlich hier die große personelle Frage, wird sie scheitern oder wann wird sie scheitern? Die Frage des Ob wurde damals nie gestellt. Mittlerweile muss man ganz klar sagen, nach der Klatsche bei der Europawahl wird immer deutlicher, wie im Großen und Ganzen hier die Probleme auch weggelächelt werden oder weggefeiert werden. Mittlerweile titelt sogar die SZ: Feiern bis der März kommt. Anspielung natürlich hier auf Friedrich Merz. Zeitgleich bekommt aber natürlich hier Ricarda Lang eine Auszeichnung für die Aufsteigerin des Jahres und Saskia Esken verkennt alle Probleme, außer natürlich, wir müssen mehr Geld von den Steuerzahlern abnehmen und gleichzeitig den Kampf gegen rechts erhöhen. Doch was durchaus hier das spannende Thema ist, eine neuere Umfrage der Bild und auch ältere Umfragen schon von diversen anderen Portalen zeigen ganz klar, das war eine Krise mit Ansage, wo man ganz klar sagen muss, da kann vielleicht sogar Gerhard Schröder froh sein, dass er von der jetzigen SPD so verachtet wird. Denn da stand man damals noch zumindest für eine solide soziale und Wirtschaftspolitik. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, wie schön, dass gerade Fußball-EM in Deutschland ist. Deswegen machen gerade auch viele Medien gerade eher massive Anspielungen auf die Fußball-Analogien, wo man sagt, ja, die Taz berichtet sogar von einem Eigentor. Doch wenn man sich das Ganze anschaut, zur Einleitung mal hier die aktuelle Umfrage im Auftrag der Bild, wo es hier Wähler wollen, dass diese Probleme jetzt angepackt werden. Wie gesagt, für alle, die es noch vergessen haben, letzte Woche, genau vor einer Woche, wurde ja hier im Grunde eine Europawahl durchgeführt. Die SPD hat das schlechteste Wahlergebnis hier eingefahren mit 13,9%. Die Grünen verlieren mehr als 8,6%. Als 40% der Wähler haben sich von der grünen Seite verabschiedet. Und die FDP konnte sich gerade noch über die psychologisch wichtige 5% Hürde ganz einfach retten. Doch wenn man sich das Ganze anschaut, das ist relativ spannend, und zwar wurde ich jetzt nach meiner neuen Umfrage hier nach der Unzufriedenheit der Ampel gefragt. Hier war es damals 26%, weiß ich nicht, 9%, weiß ich nicht, heute. Also hier 10.12.21, 14.06.24. Genauso hier an der Stelle jetzt, die Unzufrieden sind von 36% auf 70% haben sich verdoppelt und natürlich hier der Anteil der im Großen und Ganzen Zufriedenen von 37% wurde hier fast halbiert. Jetzt muss man ganz klar sagen, man sieht hier immer wieder solche Peaks und Ereignisse, die dazwischen kamen. Hier vor allem auch, wo man sagt, okay, Krise doch nicht abgewendet und weiter geht es natürlich mit den entsprechenden Problemen. Und die wurden hier relativ gut aufgefasst, und zwar Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, knapp dahinter Sicherung der Rente und Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Und nein, man sieht jetzt nicht den direkten Kampf gegen rechts, den ja auch Saskia Esken mit ihrem Nazi-Tourette genauso wie natürlich auch Lars Klingbeil hier wieder aufgebaut haben und sich jetzt hier natürlich gegen auch einen Großteil der Bevölkerung stellen. Die ersten wichtigen Themen sind natürlich aktuell zum Beispiel die Messemänner, die auch international hier für Verunsicherung in Deutschland sorgen, wo ja sogar der Telegraph jetzt hier berichtet hat, in Deutschland wäre es mittlerweile ein bisschen unsicherer. Aber wenn man hier natürlich die Punkte genauer anschaut, Schaffung bezahlbarer Wohnraum, Sicherung Rente, Bekämpfung Extremismus und Terrorismus, Steuerung, Bekämpfung Inflation, Bekämpfung Pflegenotstand, Energieversorgung, Verbesserung der Schulausstattung und. Das sind alles Themen, die seit Monaten und sogar seit Jahren bekannt waren. Und hier ist es zum Beispiel auch so, das möchte ich nochmal zeigen, diese Umfragen, das ist jetzt auch nichts, was sozusagen von Bild jetzt beschönigt worden ist, sondern vergleichbare Umfragen gab es hier zum Beispiel auch schon von Kantar Public im Auftrag der Europäischen Kommission, ist jetzt aus dem Dezember 23. Auch hier schon, sieht hier irgendjemand was von Kampf gegen rechts oder gegen die AfD, man muss die noch ausklappen, Entschuldigung. Nein, Einwanderung ist ein Problem, Preise steigen, Inflation, Umwelt, Klima massiv abgerutscht. Und eine weitere Umfrage auch hier, zum Beispiel vom Politbarometer, Forschungsgruppe Wahlen an der Stelle, ist auch vom Juni 2024, wo man auch sieht, hier
Ganz klar, diese Umfragen, Energieversorgung, Klima, hier natürlich wurde zusammengefasst, um dann natürlich Klima ein bisschen nach oben zu pushen. Ausländerintegration, Flüchtlinge auf Platz 1, Renten 8%. Aber auch das sah hier schon mal anders aus. Das sind natürlich auch andere Umfragen. Aber auch hier Ukraine, wo jetzt wieder Milliarden hingeschifft worden sind, ist hier mittlerweile natürlich nicht mehr das Thema. Und Corona, hier mittlerweile gar kein Thema mehr. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass unsere Wirtschaftsweisen oder man muss sie mittlerweile sagen, wirtschaftsgeistig Verwaisten, weil sie mittlerweile auch Vorschläge bringen, die durchaus fragwürdig sind. Wir sprechen jetzt hier nicht von den Experten, die hier, sag ich mal, in der Praxis unterwegs sind, sondern von den Experten, die eigentlich auch zum Teil nie eine praktische Erfahrung haben, teilweise sogar aus hier entsprechend natürlich politischen Segmenten direkt herauskommen, wie SPD-Lager, Unionslager oder sonstiges. Und ich dachte mir schon, Achim Truger hat endlich mal, hier wie gesagt, ein blindes Horn findet auch mal ein Korn. Die Ampel muss jetzt ein klares Signal senden, dass die Konjunkturflaute überwinden will. Und jetzt kommt er gleich aber wieder mit dieser Thematik. Kurzfristig muss sie dafür die Schuldenbremse aussetzen, auf Haushaltskürzungen verzichten und die Unternehmensinvestitionen durch großzügige Abschreibungsregelungen ankurbeln. Und er spricht hier von einer Investitionsoffensive. Dafür muss die Schuldenbremse angepasst werden. Und da sind wir mal ganz spannend und schauen wir uns mal an das X-Profil von Achim Truger. Denn hier sieht man auch natürlich, dass hier wird die Mehrheit zwischen den FDP-Ministerien eigentlich irgendwie koordiniert. Bundesfinanzminister rühmt sich Rekordinvestitionen und hält ein Sondervermögen für Infrastruktur unnötig. Und gleichzeitig heißt das Verkehrsministerium wird hier im Grunde abgebaut. Aber, und das ist nämlich das, was hier durchaus immer verwechselt wird, ist auch das, was die SPD-nahen und Grünen-nahen immer nicht verstehen. Konsum ist alles, was keinen Mehrwert schafft. Investition ist das Gegenteil. Und jetzt kommen wir mal hier wieder auf eine spannende Thematik der Analyse des Haushalts mit konsumtiven und investiven Ausgaben. Hier direkt sogar vom BMF aus dem Monatsbericht Januar. Oh, sage mal, könnte es sein, dass wir mehr konsumieren auf Bundesebene, als wir investieren? Sogar hier 54 Milliarden Investitionen zu 402 Milliarden Konsum. Und darunter fallen auch so Situationen wie zum Beispiel die entsprechenden natürlich Entwicklungshilfen, dann die Klimaideologien, wo man abgezockt wird hier im Ausland und, und. Und das finde ich relativ spannend, dass es heißt, der IFO-Chef hat hier auch durchaus gute Ansätze, aber durchaus auch krasse Sachen. Bürgergeld und Steuernabgabensystem in den untersten Einkommen rechnen, sodass es sich lohnt zu arbeiten. Nichts Neues. Bürgergeld abschaffen, ganz einfach. Wie gesagt, aktuell nur 20 bis 25% sind wirklich auf Bürgergeld angewiesen, weil sie aus persönlichen, geistigen oder körperlichen Gründen nicht arbeiten können. Zweitens, Abbau unflüssiger Bürokratie. Und hier finde ich es relativ spannend, hier die Bürokratiemaßnahmen, wie vor allem hier Bürokratieabbau und Zubau genommen hat. Und zwar jährliche Investitionen. Und natürlich auch hier die einmaligen Investitionen, die sich hier auswirken. Und zwar Bürokratiekosten, Veränderung des Erfüllungsaufwands der Wirtschaft durch die Befolgung gesetzlicher Vorgaben von 2012 bis 2021. Und hier die jährlichen Aufgaben 21 und vor allem auch 22, das waren schon die Ampeljahre, haben hier massiv zugenommen. Mit im Grunde hier, sag ich mal, ja, knapp 11, 12 Milliarden allein die einmaligen bzw. auch hier die jährlichen Themen massiv aufgebaut worden. Dementsprechend hat sich auch die Status mittlerweile einen sogenannten Bürokratieindex. Da sagt man aber, hey, das ist doch alles hier gefallen, weil wir haben doch zum Beispiel die Schwellenanhebung für Buchführung, Inventur und sonstiges angehoben. Naja, aber das sind nicht die Dinge, die wirklich belastend sind. Denn ganz klar ist natürlich ein Kostenfaktor, aber durchaus nicht entscheidend. Weiter geht's hier. Nächste, die elektronische AU. Natürlich eine gewisse Erleichterung, aber jetzt auch nicht der Mega-Wert, wo du sagst, hey, das hat hier massiv was gebracht. Aber die Status, hier übrigens auch ein staatliches Unternehmen, rechnet hier ganz anders. Hier auch nochmal, zentrale Datenschutzfolgeabschätzung, Telematik oder zum Beispiel hier, Entschuldigung, jetzt komme ich nicht her, ach, da sind sie auch unten aufgelistet. Ausstellung von Rechnung, Nachmessung, obligatorische E-Rechnung hier, Anhebung, Schwellenwerte für Unternehmensgrößenklassen und so weiter und so fort. Das ist ehrlich gesagt nicht die bürokratische Erleichterung, die man hier an dieser Stelle bräuchte. Denn eine richtige bürokratische Erleichterung wäre es schlichtweg auf zum Beispiel Dokumentationspflichten, die täglich anfallen, zu verzichten. Jahresabschluss, klar, ob ich jetzt bilanziere oder Einnahmenüberschussrechnung habe, macht einen Unterschied. Aber ob ich jetzt hergehe und sage, hey, ich muss wirklich zum Beispiel in der Landwirtschaft jeden Tag bis aufs Kleinste etwas dokumentieren,
Schwachsinn, da es nichts bringt. Das wäre Bürokratieabbau, so wie er notwendig wäre. Und vor allem auch, hier sich zu überlegen, welche Dinge sollten eigentlich den Steuerzahler noch was kosten. Ich muss mal wieder das Beispiel annehmen, Gewerbeanmeldung. Zum Beispiel der größte Schwachsinn überhaupt. Streicht die Gewerbeanmeldung und der Steuerzahler, wenn er ein Unternehmen aufnimmt, muss sowieso einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aufnehmen. Genauso hier das Thema. Du gründest hier handelsregistertechnisch eine GmbH, UG, AG, jede Kapitalgesellschaft und teilweise Personengesellschaften. Trotzdem musst du eine Gewerbeanmeldung nochmal. Wie gesagt, da reden wir über 30, 50, 60 Euro. Aber es ist trotzdem auch zeitlicher Aufwand damit verbunden. Und man sagt, gerade das ist das, wo auch viele in meinen Gründungsberatungen, hieß es immer, ich habe Angst davor, Fragebogen zur steuerlichen Erfassung oder die Gewerbeanmeldung. Das sind Dinge, die die Leute hindern. Dann aber auch, wie gesagt, Umzug zum Beispiel. Ich habe immer das Beispiel angenommen, mein Umzug hier von Stadt Regensburg in Landkreis Regensburg hat mich locker hier, sag ich mal, 3 bis 4 Stunden gekostet. Wenn ich mit meinem persönlichen Stundensatz rangehen würde, zwischen 250 und 300 Euro in der Steuerberatung, würden wir hier über 1200 Euro kommen, die mich allein dieser Schwachsinn gekostet hat, dass ich vom Landratsamt im Grunde hier beantragen muss, dass mein Auto jetzt hier, mein privates Auto, im Landkreis läuft. Das kann man mal machen. Ist halt nun mal schwachsinnig. Und natürlich das größte Thema, Abbau überflüssiger Bürokratie, aber hier drittens auch Bauvorschriften. Und das 10% senken könnte man machen, wenn man hier zumindest kompetentes Personal auch hätte. Aber, und jetzt kommt der Hammer, eine Rücknahme der Rentenerhöhung im Rahmen des jüngsten Rentenpakets und Umschichtung der Mittel in Investitionen, Infrastruktur und beschleunigte Abschreibungen. Und das, muss man sagen, ist durchaus wieder hier ein Thema, wo man ganz klar sagen kann, das kann nur von Personen auch kommen. Da muss ich sagen, ich halte vom IFO sehr viel. Aber genau das ist eins der Probleme, die jetzt aktuell existiert. Die Leute haben Existenzängste. Und da ist es aber auch gut, dass wir aktuell die Situation haben, wie es die SZ in einem sehr suffisanten Artikel hier schreibt. Ich verlinke euch, wie gesagt, also die Ampel hat ja eigentlich nichts mehr zu feiern. Aber weil nun mal Frühsommer ist in Berlin, ein ziemlich kühler und nasser zwar, aber eben noch Frühsommer, lädt jeden Abend irgendeine Partei, Landesregierung oder Lobbybude zum Sommerfest, Spargelfahrten, der Seeheimer, DGB-Sommerfest und so weiter und so fort ein. Alle drei zusammen kommen nur noch auf 31%. Hier, wie gesagt, weiterhin will man natürlich die Ukraine, kommt natürlich dazwischen und dann heißt es hier, was da alles schiefgelaufen ist. Dass aber zum Beispiel diese Themen, Energiepreise, Inflation, der Streit und so weiter, Atomausstieg und so weiter und so fort, hier komplett natürlich eigenverschuldet ist, plus die Kontaktschande, dann die Kevin Kühnert, ist ja gut, dass Ricarda Lang jetzt hier die Aufsteigerin des Jahres geworden ist. Timing ist natürlich manchmal lustig, aber durchaus, es zeigt, wie man im fernen Berlin mittlerweile denkt. Und gut, dass natürlich hier auch, wie gesagt, Lars Klingbeil, Saskia Esken, weiterhin ihr entsprechendes ja, Nazi-Tourette haben und sich dann in jeder bei Lanz, Maybrit Illner oder sonstiges hier mit entsprechend diesen Thematiken um sich werfen. Robert Habeck, ein Politiker, der sein Bestes versucht hat, aber dem Amt nicht gewachsen ist. Ricarda Lang und Kevin Kühnert, die weiterhin der Meinung sind, das Bürgergeld ist zu niedrig, wir brauchen noch mehr Bürokratie für die Unternehmen. Und am Ende wundern sich, dass Deutschland schwarz-blau gewählt hat. Und die SPD nur noch ein Schatten ihrer selbst ist. Die Grünen 40% verloren haben. Und da kann man ganz klar sagen, wäre es doch mal gut, wenn wir auch den Bundestag abbauen. Aber hey, die armen Geister müssen wir doch finanziell unterstützen. Denn, wie gesagt, wer kann denn schon mit 12.000 Euro im Monat leben? Also, das ist viel zu wenig. Gut, dass es deswegen auch zum 1. Juli eine Erhöhung der Bundestagsdiäten gab und vor allem auch die ein oder anderen Politiker ihrer Nebentätigkeit weiter nachgehen können und für 30 Minuten Vorträge mal schnell mehrere 10.000 Euro kommen. Ein Schelm, wer Böses denkt, aber ganz klar ist natürlich auch die Lobby, die dahinter steckt, wie zum Beispiel der DGB, der auch schon fertig hat mit Frau Fahimi. Da kann man ganz klar sagen, alle auf dem absteigenden Ast, auch Gewerkschaften verlieren. Aber trotzdem, Saskia Esken und Lars Klingbeil machen alles, was richtig ist, dem Steuerzahler mehr Geld aus der Tasche ziehen. Denn wie gesagt, es ist ja nur ein Geldproblem, was man aktuell hat. Und Punkt Nummer 2, der Kampf gegen rechts. Hoffentlich ist dann irgendwann Nazi-Tourette heilbar.